Guten Tag, mein Name ist Nils Koproch. Ich bin, wie sagt man, vielseitig beschäftigt. Ich bin Musikant und bildender Künstler. Lebe in Hamburg und wir sind jetzt in meinem kleinen Studio Dänemark. Warum man Musik macht, ist ja wissenschaftlich noch nicht wirklich herausgefunden worden. Wahrscheinlich, weil ich da eine Möglichkeit habe, was auszudrücken, was ich auf eine andere Art nicht kann. 2005 haben wir die letzten Konzerte mit Fink gespielt und ich habe dann relativ schnell Solo-Konzerte gespielt, was ich vorher gar nicht gemacht habe, und habe 2006 über das ganze Jahr fast eine Platte aufgenommen, die heißt Den Teufel tun, und die ist 2007 erschienen. Ich wünschte, dass ich wüsste, was sie sang. Ich wünschte mir, ich hätte dieses Lied. Dann würde ich singen, singen, singen. Doch ich hab nur die. Unterwegs zu sein mit einer Band heißt natürlich, dass man immer seine Sozialgruppe dabei hat. Wenn du alleine unterwegs bist und also ganz alleine spielst, dann bist du natürlich einfach den örtlichen Gegebenheiten mehr ausgeliefert. Also es gibt keine Sicherheit durch eine soziale Gruppe quasi. Also du bist wirklich alleine. Aber das ist ja nur das Unterwegssein. Und ich habe eine Tour gemacht, auch mit einer Band, also die da nicht Fink war. Das heißt, das ist eigentlich angenehmer, mit einer Band unterwegs zu sein, ist aber nicht immer möglich. Hamburg hat natürlich eine lebendige Musikszene schon immer, ist eine Hafenstadt, ist dadurch liberaler als viele andere Städte, ist so die Idee am man könnte schnell weg, man könnte auch schnell wieder rein, weil der Fluss gleich da ist und man kann dann sofort aufs Meer. Ist natürlich nur eine, vielleicht eine romantische Idee oder eine etwas absurde, aber das spielt schon eine Rolle.